Ihr armen Kampfgurken, ihr tut
Sie machen es ganz spannend in Ihren Kampfgruppen. Das gehört auch zu Ihrer Zermürbungsstrategie. Möglichst viele Fehlstarts hier provozieren, um den Gegner mürbe zu machen. HDS, der Kindergärtner ohne Kinder. Bisher haben sich alle Mütter bei Ihnen abgemeldet. Versucht es doch mal. Er tritt Montag hier seinen Dienst wieder an. Jetzt sind Sie soweit und der Kampf beginnt! Und die Barrikadenstation ist unaufhaltsam, aber sie haben etwas Chance, dass sie Phase nehmen. Ja, sie hätten doch alle Menschen einbauen sollen. Alle Länder vorbei! Ihr dürft auch niemand vom Boden schütteln. Das ist gestattet. Nicht festhalten, nicht festhalten das Boot. Nicht festhalten. Stopp, stopp, stopp. Ja, er musste sich hier festhalten, damit sie nicht runterreißt. Nochmal in Position. Hier zeigt sich wieder einmal, Schnelligkeit ist nicht alles. Man kommt auch langsam ans Ziel. Das wäre Mahnung an die Badewanne des Todes. Nicht zu schnell. Lieber Spur halten, das ist viel wichtiger. Ihr müsst den Gegner auch erreichen, nicht nur schnell sein. Während die Kampfgruppen hier mit ihrer Zermürbungstaktik ganz weit vorne liegen, sehen unsere Schwarzen schon etwas mitgenommen aus. Das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass sich der Gegner so lange auf der Wanne halten kann. Und es geht los mit der dritten Runde! Jetzt sehen Sie Ihre Hand auf und die sind schnell, die sind schnell! Und diese Stelle und die neue Schüsse und die geht auf Feuer der Kämpfer! Oh mein Gott! Ich kann diesen Kampf doch nicht entscheiden! Ich meine ja gesehen zu haben, dass die Kampfdrogen etwas eher im Wasser waren als... Ja! Lassen! Der Weg täuscht, das dachte ich auch. Aber der Mann von den Kampfbogen hielt sich noch auf seinem Ponton. Er war ganz knapp noch drauf, das habe ich gesehen. Ich war ganz nah dran, auch wenn die Badewanne des Todes jetzt protestiert. Ich muss euch nochmal ansehen lassen. Er war nicht eindeutig im Wasser. Er hing noch auf einer Höhe. Das war es noch nicht. Die Regie ist schon nach Hause gefahren, das kommt vor.
Wir haben hier die Mannen von den Kampfbogen, die gesagt haben, wir wollen hier ein wenig zurücktreten. Nehmt die Bade eures Todes so einen Schmarrn Sieg in Kauf? Ja, das geben wir hier, aber doch, sie nehmen den Sieg an. Die Bade eures Todes. Lieber Armin, die Regie guckt sich die Zusammenfassung jetzt dieses Kampfes nochmal auf Video an und wird dann eine Entscheidung bekannt geben. Ich glaube, so können wir die Wahl mit des Todes nicht gewinnen lassen, so schmähvoll, dass ihr das auch noch annehmt, zu euch, das habt ihr gar nicht nötig. Es ist hier ein unmögliches Pakt entstanden. Ich habe die Kampfbogen noch drauf gesehen, die Akzente unten haben, die Gurken beispielsweise gesehen. Sie wollen jetzt fahren jetzt aufeinander zu, wollen das vielleicht auch mit einer Mütze unter sich entscheiden, ich weiß es nicht. Es ist hier was unglaublich schwierig, die Kampfbogen nochmal zu beschimpfen mit den Portons. Armin, Larsen, das hat eine Weile gedauert, weil der Regie mal in den Videobereich uns angeschaut hat, dass wir natürlich die ganze Zeit wieder die Kameras laufen. Und der Videobereich ganz eindeutig, dass die Bahnwahl des Todes knapp gewonnen hat. Die Regie, wir haben jetzt noch drei Teams. Die